Willkommen bei Durchstarter. Heute werfen wir einen Blick auf das Zukunftsfeld Telekomtechnik. Hinter dieser Bezeichnung stecken ganz spannende und verantwortungsvolle Jobs. Zum Beispiel sitzen hier die Mitarbeiter, die sich um Internetsicherheit kümmern. Mit Hashtag Vorwärts hat sich die Salzburger AG 2020 komplett neu aufgestellt. Mit dem Programm investiert man rund 170 Millionen Euro in zukünftige Wachstumsfelder. Eines dieser Zukunftsfelder ist der Bereich Telekomtechnik. Es ist eine Zusammenführung, eine organisatorische Zusammenführung von vorher einzelnen Abteilungen, die in verschiedenen Bereichen untergebracht waren, hat man das zusammengeführt und die zentrale Telekomtechnik in eine neue Organisationseinheit gebündelt und als eigenes Geschäftsfeld dargestellt, um auch den Wert und die Wichtigkeit der Telekom für die Salzburger AG besser darstellen zu können. Telekom ist auf der einen Seite die Planung, die Strategieentwicklung, die budgetäre Verantwortung für die Investitionen, aber natürlich auch die Steuerung von Betrieb und Aufbau und auch die laufende Entstörung und Aufrechterhaltung aller Telekom-Services für all unsere Kunden, sowohl externe Kunden als auch interne Kunden, wo wir auch Telekom-Dienste anbieten. Das Zukunftsfeld Telekomtechnik umfasst aber nicht nur Telefonie, TV und zuverlässigstes und schnellstes Breitbandinternet, sondern auch den Bereich IT-Sicherheit. Das Kernthema meiner Aufgaben in der Telekomtechnik ist Sicherheit. Sicherheit im Gesamten, das heißt als Informationssicherheitsofficer, ISO und Datenschutzkoordinator bin ich in der Telekomtechnik in der Produktentwicklung, in der Inbetriebnahmephase, das heißt über Penetrationstests, dann im laufenden Betrieb über Sicherheitsmaßnahmen bis hin zur Deprovisionierung der Systeme begleitend tätig. Die Routine ist einmal das, Dinge, die über Nacht sozusagen passiert sind, beziehungsweise am Vortag passiert sind, nur einmal zu durchleuchten, zu lesen. Ja, es ist sehr viel lesende Arbeit natürlich da. Sicherheitswarnungen, die rauskommen, ja, die haben einfach keine Pause. Wirklich gravierend für mich in der Telekomtechnik ist immer das, wenn unsere Systeme direkt angegriffen werden. Das heißt, das ist das tägliche Doing sozusagen, mögliche Angriffsvektoren zu erkennen und die frühestmöglich zu eliminieren, ja? Sich zeitnah darum zu kümmern, dass nichts passiert, und das kriegen wir ganz gut hin. Die Arbeit an sich, das ist ein spannendes Umfeld. Das heißt, es ist nicht nur diese Sicherheit, sondern man ist laufend in Projekte, in neue Projekte, in Produktentwicklungen mit eingebunden. Sicherheit ist ja jetzt nicht nur ein Produkt, das wir intern nutzen für unseren eigenen Schutz, sondern es geht auch sehr stark in der neuen Telekom-Technik dahin, Sicherheit auch als Produkt für Kunden zu etablieren. Es ist einfach ein spannendes Thema. Es ist ganz egal, in welchen Bereich ich quasi reinschaue, ja, es tut sich was. Es ist eine Weiterentwicklung, es ist kein Stillstand. Und, das macht mir Spaß. Dann noch wirklich sehr viele gute Kollegen, ja, mit denen man dann auf einem sehr hohen Niveau diskutieren kann über die alltäglichen sicherheitsrelevanten Themen. Wir wünschen uns Mitarbeiter, die Freude an der Technik haben, die bereit sind, im Team zusammenzuarbeiten und auch bereichsübergreifend mit anderen Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel der Salzburger AG in den Vordergrund stellen. Wenn Sie Lust auf einen Job bei der Salzburger AG haben, bewerben Sie sich auf www.salzburg-ag.at/karriere. Eine besondere Geschichte erzählt uns heute Shandana Sahor. Die 30-Jährige mischt die Abteilung Digital Technologies, also digitale Technologien, auf und gibt uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Hi, ich bin die Shandana. Ursprünglich komme ich aus Pakistan. Ich habe Masterabschlüsse in geografischem Informationssystem und Umweltwissenschaften und mein Interesse hat mich zu Salzburg gebracht. Ich arbeite bei der Salzburger AG im Department Digital Technology in der Function Unit Smart Backend Solutions. In Function Unit Smart Backend Solutions, unsere Team, das DT Smart Meter Team, unterstützt das Projekt Smart Meter in verschiedenen Funktionen wie IT-Betriebsmanagement, IT-Applikationsadministration, Dokumentationsmanagement und Testmanagement. Smart Meter ist ein digitales Zählgerät, um den Stromverbrauch zu messen.
Ein normaler Arbeitstag bei uns beginnt um 7:30. Zu Beginn des Tages haben wir normalerweise unsere geplantes Team-Meeting über Microsoft Teams. Bei dem besprechen wir unsere Aufgaben, die wir letztes Mal erledigt haben und die Aufgaben, die als nächstes erledigt werden müssen. Wir haben wirklich sehr nette und hilfsbereite Kollegen. Jeder bringt seine eigenen Fähigkeiten mit und man lernt einfach viel voneinander. Und das macht auch eine tolle Zusammenarbeit möglich. Ich arbeite als Dokumentationsmanagerin im Dokumentation- und Wissenmanagement-Modul des Projects Smart Meter. Die Hauptverantwortung des Dokumentationsmanagers besteht darin, zusammen mit anderen Dienstleistern sicherzustellen, dass alle projektbezogenen Dokumente gemäß den entsprechenden Dokumentationsrichtlinien erstellt werden und zu überprüfen, ob die erstellten Dokumente vollständig, aktuell und korrekt sind. Ich finde Salzburg G ein guter Arbeitgeber. Ganz besonders schätze ich die positive Arbeitskultur des Unternehmens und es hat auch gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Was ich auch sehr toll finde, ist, dass das Unternehmen die Mitarbeiter immer dabei unterstützt, sich weiterzubilden, wie ich immer unterstützt wurde, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern und technische Fähigkeiten aufzubauen. Ja, und wer auch einmal in einem der Teams der Salzburg AG landen will, der lernt am besten gleich hier. Heute erfahren wir mehr über eine Intensivschulung im zweiten Lehrjahr, die optimal auf das Berufsleben vorbereiten soll. Wir sind heute in Mitterberghütten, da gibt es das Technische Ausbildungszentrum und wir von der Salzburg AG schicken unsere Lehrlinge neben der fachlichen Ausbildung im Betrieb für so Spezialkurse hierher. Da haben wir im zweiten Lehrjahr Elektronik, einen Elektronikkurs und im dritten Lehrjahr einen Schweißkurs. Und das schauen wir uns jetzt an. Auf dem Weg zu unseren Lehrlingen schauen wir uns das Haus ein bisschen an vom DATS. Hier haben wir den Mechatronikraum, wo unsere Lehrlinge auch im zweiten Jahr für eine Woche für einen Pneumatikkurs eingesetzt werden und im Bereich der Automatisierungstechnik ihr Wissen vertiefen. Im nächsten Raum ist es so, dass wir die Lehrlinge jetzt schon antreffen, die Grundlagen der Elektronik kennenlernen. Das machen die Elektriker. Also verschiedene Lehrlinge bei uns machen da diese Grundausbildung und da gehen wir jetzt ein. Ich möchte eingangs noch erwähnen, warum wir diesen Kurs machen. Es gibt für jeden Lehrberuf das Berufsbild, wo die fachliche Ausbildung geregelt ist, wo drinnen steht, welche Kompetenzen die Lehrlinge erhalten müssen, erlernen müssen. Und neben der betrieblichen Ausbildung im Betrieb haben wir da Intensivkurse im Ausmaß von einer Woche, wo Kompetenzen vermittelt werden, zum Teil auch mit einer Prüfung und wo sie dann richtig stark vorbereitet werden für einen fachlichen Werdegang in der Salzburg AG. Servus, grüß euch, ich bin der Hui Wirtan. Also ich mache eine Doppellehre, erstens an Elektrotechniker mit Schwerpunkt Energietechniker und zweitens an Maschinenbautechniker mit Schwerpunkt Metalltechniker. Also wir machen halt die Widerstandsbestimmung über den Strom und über die Spannung. Da habe ich zum Beispiel einen digitalen Multimeter und einen analogen und über die zwei messe ich eben die Spannung und den Strom. Also was ich mir von dieser Woche eben noch erwarte, ist, dass ich eben die ganzen Grundlagen von Elektronik dann drauf habe und dann eben, wenn ich mal gefragt bin, in diesem Thema auch Fragen beantworten kann. Jetzt haben wir gesehen, was die Lehrlinge im Bereich der Elektronik so lernen. Jetzt gehen wir um zu unseren Lehrlingen aus dem dritten Lehrjahr, die gerade den Schweißkurs machen. Und auf dem Weg seht ihr da auch Werkstätten im DATS, wo auch Zerspannungstechnik angeboten wird. Sowas machen wir bei uns im Betrieb. Also müssen wir nicht hier ins DATS fahren, aber eben für die Schweißprüfung nützen wir diese Einrichtung und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ja, ich finde es echt super. Am ersten Tag haben sie uns schon durch die ganzen Räumlichkeiten durchgeführt und
die Ausbildner, wenn du da Fragen hast, die kennen sich echt gut aus und die haben auch für alles Antwort. Und es ist auch voll super, dass man, dass jeder Ausrüstung hat, also seine eigene da drinnen. Ja, ich freue mich, dass wir in Schwarzen lernen. Also zuerst müssen wir uns einmal ins Werkstück holen. Nachher müssen wir es im eigenen Schleifraum drüben abschleifen. Dann gehe ich in die Kabine, schalte den Schwarz ein, ziehe meine Schutzkleidung an und dann geht es an den Schwarz. Ja, das bringt schon viel. Weil in der Firma hat man meistens nicht so viel Zeit, dass man das alles lernt. Und da im Ausbildungszentrum hat man halt die ganze Woche Zeit nur für ein Thema. Nach dieser intensiven Ausbildungswoche geht es wieder zurück für die Lehrlinge in den Betrieb, in die Ausbildung, für die vom dritten Lehrjahr sogar in die Berufsschule. Der Salzburg AG ist es wichtig, dass sie in ihrer Ausbildung allumfassend ausgebildet werden, dass man vielleicht ein bisschen mehr macht als bei anderen Betrieben. Und da bietet sich natürlich das DATS in Mitterberghütten gut an. Das DATS ist im Bongau, das heißt, wir haben hier zum Teil auch längere Anfahrtswege für die aus der Stadt. Und die Pinsker und Bongauer freuen sich, dass sie nach und daheim sind und nicht so weit fahren müssen. Und wenn Sie oder ihr Lust habt, eine Lehre bei der Salzburg AG zu machen, in unseren vielfältigen Lehrberufen, dann schaut auf unserer Homepage www.salzburg-ag.at/karriere. Wir freuen uns. Damit darf ich mich verabschieden. Hier im Programm geht's weiter mit spannenden Produktionen rund um die Salzburg AG. Bleiben Sie dran.